So hello folks, hello everybody, how are you doing today? We have a very very special SUV because we have this Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, which is the top version with the 2.9 liter V6 twin turbo engine delivering 510 horsepower. You know that we had a very very emotional and positive Autobahn talks about the Giulia Quadrifoglio already last year with the manual transmission, of course, with rear wheel drive, and this is more or less the same, let's say, ingredients, but it has rear wheel drive not only but also front wheel drive, as it has the Q4 all-wheel drive system. And of course this one also has no manual transmission but that 8-speed ZF automatic transmission. And yeah, everything that we loved about the Giulia is still here, because you can already hear at the standstill how amazing this car sounds. And we will now hop in and give you some more details about how it drives here on the country roads on this beautiful day where the weather is still good, although we are already going into November. So we have found ourselves on the right seating position. We'll put the car in race and have some fun. Yeah, you can already hear that amazing sound. Isn't that great? I don't know how Alfa Romeo and of course also in work together with Ferrari have managed to get that sound street legal. It's just amazing. See that the gear shifts are really really fast. I think that is something that I was most amazed about, that we have a conventional, let's say, 8-speed automatic transmission, and we have ultra fast gear changes, specifically also a super fast response once you pull on this huge pedal here. And therefore I think they've really really done a good job. It is similar to something that also Jaguar have managed with that ZF 8-speed, make it feel like a sequential transmission in sport mode but still be comfortable once you're driving it around town. And yeah, the shift sound is really really good. It's not always the same. Sometimes you just get a single bang, sometimes you get some burble, let's say, once you shift, and everything is coming from the back and coming from the engine. No fake sound, no, let's say, sound enhancement inside. I think that is something really, really cool. Well, yeah, talking about, let's say, the overall package again, I think it is amazing how much pull this 2.9 liter V6, twin turbo V6 actually delivers. We already had that in the Giulia. I was so amazed about the car and have, let's say, only positive feedback, and we not even had, let's say, the automatic transmission but the manual transmission. As already said on Facebook and Instagram in our posts, I think that this engine has a lot more pull than the engine or M4 competition, and that, you know, also has something close to 500 HP once you would put it on the dyno. But even if this is a bigger car, it's a heavier car, it must be something like 250 kilograms more than our M4 competition, and it still has only a conventional transmission, whereas the competition has a double clutch. This engine feels more lively, the transmission shifts down faster, you get power more instant, and also of course in conjunction with the all-wheel drive, it is also in real life, it is really faster than our M4 competition. Something that I'm very astonished about, and I think the story of the Stelvio, let's say, continues, as we have already driven a Stelvio with a normal engine back in Italy, northern Italy or southern Switzerland actually, which was very very good on those curvy roads. And now you have the true Quadrifoglio version, which is really a car meant for people who want driving dynamics, and it is no shy of any BMW or any, let's say, AMG version or any Audi RS model. It is right on par with those cars, in some portions maybe even better, and therefore it's a definite option to all of those. I mean, it's just ultra fun.
careful with the cyclist here. He is of course also looking at the car and hearing the sound. It's just ridiculous. I mean, how the car moves forward. It's really, really cool. Also the handling, of course. We haven't even talked about the handling. It's super sharp. The steering is very, very direct. The steering is very direct, and you can, let's say, steer the car with very, very minimal interaction. The funny thing about it, it's still very stable and easy to drive on the Autobahn. That is something that sometimes happens. If you have the steering too nimble, it feels great on a curvy country road or on a racetrack, and you say, wow, it's a great car. But once you then sit 3 hours in the car on the Autobahn or on the highway, you get a bit tired, and it's let's say, very, very nervous car. And this one is very, very good. You just throw it into the corner, brake, and can steer it with very minimal interaction, and it's just on point. We want to hear again that sound. I mean, just playing with those pedals is so much fun, honestly. The manual transmission is great. I have to say that the manual transmission is great, as we have driven that in the Giulia, but the automatic transmission that you can get in conjunction with the four-wheel drive system in the Stellview is, let's say, not worse. I mean, it gives you almost the same driving pleasure while being, of course, a lot easier and giving you 100% of the car. So overall, a very, very good package again, which Alfa has done, and also the interior, everything feels very quality built. The materials in here, all the dials, everything is very easy to operate. Maybe not fancy enough for some of you who want a bit more techy car and want a bit more functions in it, but from a, let's say, from operating the car, it is very, very easy, and it's a lot of fun. So yeah, thumbs up there. I did expect a lot again from this car, and it is, let's say, no disappointment. So, moin, servus Leute, heute haben wir mal ein ganz spezielles SUV, denn wir haben hier den Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, und das ist quasi das Topmodell. Genau die gleichen Zutaten mehr oder weniger wie bei der Giulia, die wir letztes Jahr schon hatten, und wir hatten da ja ein sehr, sehr emotionales Autobahn Talks, bei dem ich sehr begeistert von dem Fahrzeug war. Damals natürlich wie bei der Giulia entsprechend mit dem Handschaltgetriebe und auch natürlich mit Heckantrieb. Hier haben wir jetzt, obwohl es irgendwie grundsätzlich die gleichen Zutaten und die gleiche Plattform ist, ein ganz anderes Auto wieder, weil wir haben Allradantrieb und wir haben entsprechend eine sehr, sehr schnell und richtig gut schaltende 8-Stufen-Automatik. Und damit kann dieses Fahrzeug die Leistung viel, viel besser auf die Straße bringen noch als die Giulia, die wir letztes Jahr gehabt haben. Und ich denke mal, dass wir jetzt mal ins Auto reinspringen und ich euch ein bisschen mehr erzähle, währenddessen wir hier an diesem wunderschönen Novembertag, bei dem das Wetter nochmal richtig gut ist, ein bisschen über die Landstraßen brettern und auch ein bisschen was zu Fahrwerk, Sound und allen weiteren Details sagen. Hier kann man auf jeden Fall schon hören, wie klasse schon im Stillstand entsprechend der V6 klingt und was für ein mega, mega Sound Alfa Romeo mal wieder geschafft hat, aus diesem Auto rauszuholen. Absoluter Wahnsinn. So, angekommen in der richtigen Sitzposition, jetzt geht's ab auf die Landstraße. Wir sind natürlich hier im Race-Modus. Das ist bei Alfa immer so, dass wir in dem Modus die Stabilitätskontrolle aushaben und auch entsprechend Abstandsradar, das sagt er mir hier im Display. Aber wir haben auf der anderen Seite auch einen Mega-Sound hinten. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, aber wir genießen es jetzt einfach mal. Wow, das ist einfach nicht nur die Beschleunigung, die dahinter steht, sondern vor allen Dingen auch dieser Mega-Sound. Ihr hört das wahrscheinlich schon. Kein Sound Engineering hier groß, sage ich mal, wenn irgendwelche Klänge in den Innenraum geleitet werden. Keine großartigen Speaker-Varianten. Hier kommt der Klang einfach wirklich vom Motor vorne und vom Auspuff hinten. Und es klingt einfach super, super mega und von draußen ultra, ultra laut. Das kommt hier drin fast gar nicht rüber. Aber genießen wir es mal. Performance ist natürlich einfach nur krank, also absolut krank, wie der nach vorne geht. Null Leistungsverlust, das was wir bei der heckangetriebenen Giulia noch hatten, das natürlich so ein bisschen von der Leistung verpufft, hast du hier überhaupt gar nicht. Und hinten ist es einfach mega geil, was der Auspuff an Sound generiert. Nochmal Leistung.
Fahrwerk ist einfach selbst auf diesen extrem unebenen Straßen richtig klasse abgestimmt. Also wir haben das ja, ich glaube, es war letztes Jahr mit dem, sage ich mal, normalen Stelvio schon in Norditalien bzw. der Südschweiz in den Bergen dort erlebt, wie neutral dieses Fahrzeug tatsächlich abgestimmt ist und was für ein gutes Fahrwerk dahinter steckt, was sich überhaupt gar nicht vor irgendeinem BMW, Audi, AMG, was auch immer verstecken muss. Aber hier haben wir jetzt, sage ich mal, wirklich die Zutaten eines Sportwagens nochmal in ein SUV gepackt. Das ist auch was komplett anderes als alle, sage ich mal, sportlich gemachten SUVs, die man sonst fährt. Denn dies ist ein Sportwagen, der theoretisch etwas höher gelegt ist. Das ist eine ganz andere Herkunft, eine ganz andere Sache. Und damit merkt man eben entsprechend, wie gut der dann liegt. Auch auf der Bremse hier. Also das ist halt, ja, schon Sportwagenniveau, wie schnell das runtergeht. Es ist auf jeden Fall richtig cool, dass die Lenkung auch sehr, sehr harmonisch abgestimmt ist. Also wir haben eine sehr feine Lenkung, wo ich ganz wenig nur bewegen muss und das Auto sofort, sage ich mal, die Lenkwünsche umsetzt. Auf der anderen Seite, was häufig ja passiert, wenn ich eine feine Lenkung habe, habe ich auf der Autobahn ein relativ nervöses Fahrzeug. Das ist auf langer Strecke dann halt anstrengend. Auf einer Landstraße ist es vielleicht geil, aber wenn ich dann auf der Autobahn fahre und irgendwie 3 Stunden lang nur korrigieren muss, weil das Auto so fein reagiert, ist das halt ziemlich nervig. Und dementsprechend hat Alfa das hier wirklich richtig gut abgestimmt, weil die auch auf der Autobahn einen stoischen Geradeauslauf haben. Ich weiß gar nicht, wie das möglich ist. Und dann trotzdem entsprechend auf der Landstraße hast du wirklich eine feine Lenkung, die genau das umsetzt, was du haben möchtest. Wirklich, wirklich klasse gemacht. Das nächste, was mir richtig gut gefällt, ist, und ihr habt es vielleicht eben schon gesehen, wir haben ja jetzt hier, ich sag mal, eine konventionelle 8-Stufen-Wandlerautomatik. Und wenn ich das jetzt mal mit anderen Fahrzeugen vergleiche, mit einer Wandlerautomatik oder auch mit einem DKG, die in dieser Klasse, sage ich mal, zumindest was die sportlichen Coupés anbelangt, also M4 oder C63 in dieser Leistungskategorie angucke, dann sind die beide nicht so gut, was die Abstimmung des Getriebes anbelangt, weil hier habe ich wirklich im Ort ein mega komfortables Getriebe, also kann super gut rangieren, es ist überhaupt nie ein Problem, da ist ja teilweise der C63 mit diesem 7-Gang MCT und gerade der M4 mit seinem DKG schon teilweise sehr, sehr nervös. Und hier habe ich wirklich ein super Rangierverhalten. Auf der anderen Seite, wenn ich das in Race stelle oder auch nur normal manuell eingreife an diesen Pedals, habe ich sofortige Reaktion, wenn ich am Pedal ziehe. Also einfach, und schon geht der Gang runter. Das ist quasi keine Verzögerung. Und auch das Hochschalten, wie ihr gerade gemerkt habt, ist ja extrem schnell. Wir können es hier nochmal zeigen. Ich fahre quasi raus, schalte 2 Gänge runter. Man, wie schnell tatsächlich entsprechend das Getriebe reagiert und den Gangwechsel auch sofort umsetzt. Da gibt es keine Hiccups, da gibt es irgendwie keine Befehle, die ich hier gebe, die das Auto nicht umsetzt. Das ist 1:1 Umsetzung und das ist, ich will es jetzt wieder nicht beschreien, aber zumindest was ich jetzt, sage ich mal, mich noch erinnern kann in den letzten Jahr oder anderthalb Jahren, die wir Autos gefahren sind, aus meiner Sicht wahrscheinlich die beste Getriebeabstimmung, die man in einem sportlichen Auto aktuell finden kann, weil einfach dieser Spagat zwischen komfortabel und Sport alles abdeckt. Also das ist wirklich klasse gemacht und das ist auch ein Grund, warum ganz viele Leute mit diesem Auto gerne fahren wollen, weil es quasi keine Rätsel aufgibt, weil es genau das tut, was ich erwarte und mich im Alltag nicht mit irgendwelchen Unzugänglichkeiten in irgendeiner Form nervt. Also ja, wirklich Daumen hoch. Vom Chassis her sonst, wir fahren jetzt in Race, ist das Auto natürlich schon super straff. Also in Race merkst du, dass die Dämpfer richtig zumachen quasi und da ist es dann wirklich fast was wie die Nordschleife. Auf der anderen Seite habe ich natürlich die Möglichkeit, hier in Normalmodus zu gehen und dann ist er doch schon deutlich ausgewogen. Also Autobahn ist auch gar kein Problem. Teilweise ist er im Normalmodus vielleicht in der Stadt ein bisschen bockig oder sowas, wenn man über den Gullideckel fährt, aber auch das ist, ja, ich sag mal, Jammern auf hohem Niveau. Wer es dynamisch will, der wird auch sicherlich mal so einen kleinen Bump da, sage ich mal, vertragen können. Aber insgesamt eine, wirklich auch wieder da eine weitere Spreizung. Nicht so viel reden, fahren, Junge! Ist einfach geil hier. Nochmal ein paar Kurven kommen hier. Kann man tatsächlich nochmal ein bisschen was ausprobieren. Kann man hier reinschmeißen. Aber man merkt auch richtig, wie das Auto die Lastverteilung ganz sauber macht. Ja, und wirklich auch wirklich von Gas auf die Bremse gehen, von rechts nach links gehen. Ist super sauber gemacht, da ist nichts Wildes dabei. Ja, wirklich klasse. Dann fahren wir doch mal hier rein. So,
der Weg war doch nicht so eine geniale Idee. Deswegen fahren wir mal wieder raus. Ja, also bevor wir hier, sage ich mal, groß weitererzählen, ich denke mal, das Wichtigste ist gesagt, ein Auto, was wirklich emotional und sportlich absolut begeistert, dementsprechend 100% die Erwartung an ein Alfa Romeo und vor allen Dingen an ein Quadrifoglio-Modell, sage ich mal, deckt und auch erreicht. Ich muss ganz klar auf die Frage, die auch auf Instagram und Facebook schon gestellt wurde, ist das eine adäquate Alternative zum GLC 63 AMG oder anderen sportlichen SUVs, ganz klar mit Ja antworten, ist es. Wir wissen auch alle, dass sportliche SUVs in den nächsten Jahren extrem stark zunehmen werden. Manche Hersteller fahren sogar schon die Strategien, dass sie, sage ich mal, bevor sie jetzt ein M3, M4 in der Kategorie entsprechend bauen und rausbringen, dass sie erstmal gucken, dass ihre X-Modelle oder Q-Modelle oder entsprechende SUV-Modelle oder GL-Modelle rauskommen. Das ist echt auch so ein entscheidender Punkt, dass doch sehr, sehr viele Leute, auch wenn immer gesagt wird, diese SUVs sind scheiße, ganz viele Leute diese Autos fahren und auch sportliche SUVs wollen. Und ich glaube, dass das hier auch ein Auto ist, was einem fahrdynamischen Aspekt selbst für eine Nordschleife gerecht wird und trotzdem eben entsprechend den SUV-Charakter für den Alltag mitbringt. Und dieser Spagat hat einen gewissen Charme, das muss ich auch ganz ehrlich zugeben, wenngleich auch ich tendenziell wahrscheinlich immer eher zu der Limousine greifen würde. Ja, okay, Leute, das war's von mir. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und guckt euch mal auf Instagram und so weiter nochmal die ganzen anderen Fotos an, die wir von dem Auto bereits hochgeladen haben und die in den nächsten Tagen auch noch kommen werden. Bis dann, macht's gut, ciao.